Tina, nehmen Sie mal Platz, bitte schön. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie erst sollen hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer falschen Aussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Tina Blömer, 16 Jahre alt, wohnen in Bielefeld. Sie sind ledig, Schülerin und die Tochter der Angeklagten. Ja. Als Tochter müssen Sie gar nicht aussagen. Sie können es halten, wie Sie wollen. Ich weiß, aber ich will was sagen. Weil ich weiß ja, dass Mama das nicht gewesen sein kann. Sie war ja bei mir, als das mit Papa passiert ist. Bis wann war sie bei Ihnen? Ich habe in der Nacht von Montag auf Dienstag total schlimme Bauchschmerzen bekommen, musste dauernd brechen. Ich bin dann kurz eingeschlafen, aber in der Früh um 6 war ich wieder wach und da war Mama bei mir, bis 19:30. Zum Glück ist es mir dann schon wieder besser ergangen, sonst hätte Mama ja nicht zu dem Bewerbungsgespräch gehen können. Aber das hat ja noch geklappt und sie hat den Job bekommen. Weil sie ihren Vater an diesem Morgen niedergeschlagen und in ein Gartenhäuschen eingesperrt hat. Nein, Mama war bei mir. Tina, auch wenn Sie jetzt erst 16 sind, ja, die Wahrheit müssen Sie ja sagen, wenn Sie was sagen. Tu ich doch. Das glaube ich eben nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Sie Ihrer Mutter ein falsches Alibi geben, um ihr hier zu helfen. Es stimmt aber. Ich war am Dienstag ja sogar nicht in der Schule. Wir waren den ganzen Tag noch so schlecht. Ja, da sehen Sie es doch. Sogar meine Schwiegertochter benutzt sogar ihr Kind. Mensch, die hat doch der Tina, Tina klar gesagt. Was erlaubst du dir? Ich würde mein Kind auch nicht zum Lügen anstiften. Na, dir traue ich alles zu. Ach, Frechheit. Da sehen Sie es. Die hetzen sich immer nur gegeneinander auf, anstatt mal vernünftig miteinander zu reden. Da haben Sie wohl recht, Tina. Hm? Und Papa, dem ist auch jedes Mittel recht, um Mama fertig zu machen. Ich habe schon meine Gründe. Ach, du weißt doch noch nicht mal, wie sehr du Mama damit verletzt. Und Tom und mich auch. Dabei könnte alles so schön sein wie früher. Einer für alle. Und alle für einen, hat er immer gesagt. Und dass nicht mal ein Blatt Papier zwischen uns passt. Ja, und dann hat sich plötzlich alles verändert durch die Arbeitslosigkeit Ihres Vaters. Hm? Ja, echt krass. Früher ist Papa nie laut geworden. Und auf einmal hat er bei jeder Kleinigkeit rumgeschrien. Und wird Ihre Mutter darauf reagiert? Ja, die hat versucht, ihm alles recht zu machen. Und weil Papa Panik hatte, dass wir bald kein Geld mehr haben, hat sie halt eine Umschulung zur Masseurin gemacht. Mhm. Ja, und Mama war so gut, dass sie während ihrer Umschulung schon ihr erstes Jobangebot bekommen hat. Ja, Mama war einfach so fleißig. Die hat einfach alles alleine gemacht. Sie hat sich nicht nur umschulen lassen, sondern auch noch um den Haushalt gekümmert und Tina und mir bei den Hausaufgaben geholfen. Also bist Tom Tinas Bruder, oder? Ja, Entschuldigung, dass ich mich einfach einmische, aber das alles regt mich tierisch auf. Ich meine, anstatt dass Papa stolz auf Mama ist, hat er sie nur beschimpft. Es tut mir auch leid, aber ihr müsst das verstehen. Nach 24 Jahren bin ich aus dem Job rausgeflogen. Und das Haus und das Ganze, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Trotzdem sollten Sie vielleicht mal ein bisschen auf Ihre Kinder hören. Die haben nämlich gar nicht so Unrecht mit dem, was Sie da sagen. Okay, aber was... Sie müssen auch meine Situation verstehen. Der Kredit, arbeitslos, dann lernt meine Frau noch einen neuen Typen kennen. Ich meine... Das ist doch Blödsinn, Papa. Ja, und warum hat mir deine Mutter dann nicht davon erzählt, dass sie eine Umschulung zur Masseurin hat? Falls uns Krach gegeben hätte. Genau, und diesen Krach wollten Sie vermeiden. Ne? Sie wollten vermeiden, dass Ihr Mann ständig neue Mobbingversuche startet. Deswegen dann diese Aktion. Deswegen haben Sie niedergeschlagen. Deswegen haben Sie ihn am Tattag dann eingesperrt. Nein, ich war es doch das nicht. Das hat sie nicht. Auch wenn Mama diese ganzen Aktionen ganz schön an die Nieren gegangen sind. Wie hat sich denn das geäußert? Mama hat oft abends in der Küche gesessen und hat geweint. Sie konnte einfach nicht verstehen, was so schlimm darin ist, dass sie arbeiten will. Sie hat mir auch gesagt, dass sie sich wünscht, dass Papa stolz auf sie ist, weil... Ach, ich sag's jetzt einfach. Weil sie ihn halt auch noch mag. Ja, Rolf. Stimmt das denn? Ja. Ehrlich? Na, alles Schauspiel von dieser Frau. Mann, Oma, ich verstehe echt nicht, wie du immer so sein kannst. Wieso? Wie bin ich denn? Immer musst du nachtreten. Und überhaupt, Mama kann ohne Beidrehen gar nicht mehr schlafen, weil Papa und Oma sie mit diesen fiesen Intrigen so fertig machen und sie sich nur noch Gedanken macht, welcher Hammer als nächstes kommt. Welche Hämmer kamen denn bisher? Einmal klauen sie Mamas Post. Dann lassen sie die Luft aus ihrem Fahrrad raus. Sie haben ihr sogar schon mal die Feuerwehr geschickt. Jeden Tag was Neues. Wie im Kindergarten benehmen die sich hier. Und Mama hat nur Ärger. Ja, Mama geht dran kaputt. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal was, Herr Richter. Wenn Sie das sehen, dann werden Sie nämlich nicht Mama bestrafen, sondern meinen Vater und meine Oma. Also, ich bin doch keine Kriminelle. Was ist denn da? Was willst du Ein zeigen? Video. Darf ich es Ihnen zeigen? Was ist denn da drauf? Das habe ich gemacht, an dem Abend, als mein Vater geschlagen wurde. Nein, ich will nicht, dass jetzt du dir das zeigst. Doch, geh auf. Also, was ist auf dem Video zu sehen?
Das habe ich an dem Abend gemacht, bevor mein Vater geschlagen wurde. Darauf sieht man meine Oma und meinen Vater. Da sehen Sie mal, wie die wirklich sind. Die sind echt gefährlich. Was? Also ich nehme mal an, dass deine Oma und dein Vater nichts davon wissen, dass du da aufgenommen hast, oder? Nö. Das haben sie nicht gemerkt. Aber ja, wenn sie sich nichts vorzuwerfen haben, dann könnten wir uns das doch eigentlich mal anschauen, oder? Klar. Ich... Also jetzt nichts dagegen, ne? Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr noch über das Motiv der Angeklagten. Wo hast du denn das aufgenommen? Vielleicht klären wir das. Toll, jetzt leidest du immer noch mehr in die Scheiße. Ganz langsam. Wo hast du denn das aufgenommen? Vor der Gartenlaube. Haben Sie was dagegen, wenn wir uns das hier anschauen? Nö. Können Sie sehen. Beide nicht. Das nehmen wir so zu Protokoll. Herr und Frau Blömer sind damit einverstanden. Dann geht folgender Beschluss. Das von Tom Blömer vorgelegte Video wird in Augenschein genommen und abgespielt. Wollen wir noch den Flatscreen einschalten? Jetzt. So, die Frikadellen. Hoch, die am Spielfilm geht ja gleich. Verdammte Scheiße, das Ding gehört doch in dein Auto. Ich brauch das morgen hier. Wofür? Du hast doch erst neulich neue Reifen drauf gemacht. Ich will auch keine neuen Schlappen aufziehen. Ich muss die Garage morgen früh aufhebeln. Was willst du? Pass auf. Iris hat morgen ihr Vorstellungsgespräch bei diesem schnöseligen Hotelfuzzi. Und da werde ich die Garage aufbrechen und ihr das Fahrrad und den Roller rausklauen. Ach so. Ja, wirklich klug, mein Junge. Wer mich verarschen will, der muss ein bisschen früher aufstehen. Sollen wir da mal gucken, wie sie zu ihrem Lover kommt? Ja, mach das. Es ist wirklich gut von dir. Aber jetzt isst erst mal eine Frikadelle. Danke dir. Ich fass es nicht. Ihr sitzt da seelenruhig zusammen und beratschlagt, wie ihr mich fertig machen könnt? Ja, meine Oma muss ja wohl bestraft werden. Ich meine, mein Vater hat ihr von seinen Plänen erzählt, dass er meine Mutter beklauen will. Und sie hat es nicht der Polizei gemeldet. Naja, also ich meine, das ist nicht unbedingt strafbar. Es ist nicht juristisch die Pflicht jedes Menschen, einen anderen bei der Polizei anzuschwärzen. Schon gar nicht Verwandte, würde ich mal sagen. Es sei denn, es plant jemand eine schwere Straftat. Also ein Mord oder sowas. Aber Ausreden hätte sie es ihm doch können, zumindest. Ja, moralisch heißt, war er doch auf alle Fälle im Recht. Oh. Sie wird betrogen von seiner Frau. Da kann er doch wohl was tun. Ich kann's nicht mehr hören. Rolf bildet sich das alles nur ein. Ja, weil er eifersüchtig ist. Eigentlich habe ich Papa ja versprochen, nicht zu sagen. Das wäre auch besser wegen dem Alibi, glaube ich. Aber ich habe es echt satt, dass sich alle nur gegenseitig anlügen hier. Moment, was meinst du damit? Ich habe Papa an dem Morgen um 6.45 Uhr angerufen und ihm gesagt, er möchte Mama bitte bei dem Bewerbungsgespräch in Ruhe lassen und dass er bei all dem Mist, den er gemacht hat, den ersten Schritt machen muss, wenn er wieder mit Mama zusammenkommen möchte. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, er war total traurig. Er hat gesagt, dass er nicht über seinen eigenen Schatten springen kann und dass er gegen den Hotelbesitzer eh keine Chance hat, weil er Mama ja kohlemäßig nichts mehr bieten kann. Wie lange haben Sie telefoniert? Bis 7. Papa hat zugegeben, dass er Mama noch liebt. Und er hat sogar geglaubt, dass sie keinen anderen Typen hat. Er wollte ihr einen großen Blumenstrauß schenken und sie in das schöne Restaurant nach Steinhagen ausführen. Das habe ich so nie gesagt. Schade, hätte mich gefreut. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Wie kommt es, dass Sie um 6.45 Uhr so vertraulich mit Ihrem Vater telefonieren können, wo Sie doch eigentlich, so habe ich es im Ohr, krank zu Hause im Bett lagen und von Ihrer Mutter gepflegt wurden? Hm? Ja, kann ich es sein, dass Sie gelogen haben für Ihre Mutter? Ja, aber ich habe ihr das angeboten, weil ich ihr doch helfen wollte. Herr Richter, ich wollte nicht, dass sie lügt, aber nun ist es passiert und ich wollte dann dahinter stehen. Aber ich habe nichts getan, ehrlich, glauben Sie mir. In Wahrheit ist Mama nämlich schon um 6:30 aus dem Haus gegangen, damit sie pünktlich im Hotel ist. Also. Aber ich war trotzdem krank, nur halt nicht ganz so schlimm. Tja. Schlimm ist nur, Frau Blömer, dass Sie jetzt kein Alibi mehr haben. Und die beiden Aussagen der Damen, also von Frau Blömer und die Aussage von der Dame aus der Schrebergartenkolonie, von der Frau Reinken, die haben Sie weiterhin gegen sich, ne? Die lügen doch nur. Ja, so einfach ist es aber jetzt nicht mehr. Kennen Sie eigentlich diese Yvonne Reinken? Geht so. Und wie ist das Verhältnis zwischen Ihrem Vater und der Yvonne Reinken? Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, sie bringt ihm immer was zu essen, oder Papa? Ich weiß gar nicht, was das immer soll hier. Ja, ihr Vater sagt, das sei alles, mehr sei da nicht.
Ich weiß das nicht. Gut, mal schauen, was die Frau Reintgen dazu sagt. Können wir sie das selber befragen. Sie dürfen den Platz nehmen. Danke, bleiben unvereidigt. Yvonne Reintgen, bitte. Frau Reintgen, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie zunächst belehren. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Außerdem, 55 StPO, muss ich Sie belehren, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Aha, gut, klar. Sie heißt Yvonne Reintgen, 34 Jahre alt. Sie wohnen in Bielefeld. Sie sind ledig, Vertreterin für Haushaltswahlen. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen aber, was Sie heute als Zeugin geladen haben? Ja, weil die Iris dem Rolf diese Anglerbox über den Kopf gehauen hat und ihn dann in das Abstellhäuschen gesperrt hat. Das wird ihr zumindest vorgeworfen. Ob so ist, das klären wir jetzt gerade. Das war schon so, weil ich habe sie ja gesehen, wie sie wie von der Tarantel gestochen mit ihrem roten Fahrrad abgehauen ist. Wann und wo haben Sie sie gesehen? Na, an dem Dienstag, am 23. Juni, so gegen 7. Da habe ich gerade mein Auto auf dem Parkplatz in der Schrebergartenanlage abgestellt. Und was wollten Sie so früh dort? Ja, Stullen bringen, wie immer. Ja, und da habe ich dann die Iris halt gesehen. Wie hat sie auf Sie gewirkt? Ja, so im Nachhinein muss ich sagen, als hätte sie was verbrochen. Sie hat sich hektisch umgesehen und dann wie eine Irre in die Pedale getreten. Ich habe mir da natürlich nichts mehr gedacht, wie denn auch. Und was haben Sie daraufhin gemacht? Ich bin wie immer an Blömers Garten vorbei, habe den Rolf allerdings nicht gesehen. Bin dann erstmal nebenan in meine Laube und nach einer halben Stunde, da kam mir das irgendwie spanisch vor. Und dann bin ich rübergegangen und habe nachgeschaut. Und dann habe ich in diesem Abstellhäuschen so ein Gepolter gehört. Habe ich den Rolf dann rausgeholt und der Schlüssel steckte ja von außen. Und der Rolf war total mitgenommen. Und weil er so Kopfschmerzen hatte und ihm so schwindelig war, habe ich ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Warum bringen Sie eigentlich dem Herrn Blömer in aller Frühe Stullen? Ja, der Rolf und ich, wir sind halt Freunde. Und wenn der angelt, dann hat er immer ganz gerne was zu mümmeln. Und ich bin morgens sowieso da und entspanne ein bisschen, ist also kein Umstand. Haben Sie eigentlich an dem Morgen mitbekommen, wie der Herr Blömer mit seiner Tochter telefoniert hat? Ich? Wer sagt das? Niemand. Wir hatten nur gerade vorhin das Gespräch davon. Ja, und auch, weil wir nach dem Motiv suchen, weshalb Sie hier lügen und behaupten, dass meine Mandantin am Tatort war. Was? Die war ja wohl da. Außerdem sagt die Elfriede das auch. Und wenn das 100 Leute behaupten, ich war nicht da. Papa, das ist jetzt echt die letzte Chance, für dich die Kurve zu kriegen. Jetzt oder nie. Papa, wenn du wieder mit Mama zusammen sein willst, dann musst du jetzt was tun. Sie hat keinen anderen Typen, ehrlich. Und sie liebt dich auch noch. Echt? Ja, Rolf. Oh, ich bin so ein Sturschädel. Scheidung ist doch das Letzte, was ich will. Ich doch auch. Ja, ihr Bekenntnis jetzt in allen Ehen, aber jetzt sind Sie gerade mal nicht dran. Vielleicht muss ich da jetzt mal was, müssen wir da jetzt mal was gerade rücken. Aha. Was wollen Sie denn gerade, Jürgen Pelé? Sie da noch mal 55, sollen Sie sich selbst nicht belasten? Ja, vielleicht hat meine Mutter da nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Aha. Frau Blömer, auch Sie belehre ich. Sie müssen sich selbst nicht belasten. Was meint denn Ihr Sohn damit? Ja, also, Rolf, bist du dir sicher, dass sie dich nicht wieder betrügt? Glaubst du, dass die dir jetzt die Wahrheit sagt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss doch mal Vertrauen haben. Tja, also, ich habe das ja nur alles ausgesagt, weil ich überzeugt war, dass die Iris das gewesen ist und ihn niedergeschlagen hat. Das ist ja, weil sie da einen anderen hat und da sollte sie einfach ihr Fett von abkriegen. Ja, ich habe halt einfach mal drauf los was ausgesagt. Hallo? War Blömer. Ja, ich war überzeugt. Was, Entschuldigung, heißt es, Sie haben die Angeklagte da nicht an dem Morgen am Schrebergarten gesehen, oder wie? Ja. Und Sie haben das gewusst, Herr Blömer? Oh Mann. Also das ist ja wirklich erschreckend, dass offensichtlich Ihre Enkelin erwachsen ist als der Rest der Familie. Das wird noch Konsequenzen haben. Aber Moment mal, das kann doch jetzt nicht sein, Rolf. Was kann nicht sein, Frau Reintgen? Ja, nur weil seine Tochter behauptet, dass die Iris keinen neuen hat, muss das doch längst nicht stimmen. Aber ich glaube meiner Tochter und meiner Frau. Dann führ deine Frau doch in dieses Schnösel-Restaurant nach Dingensdorf aus. Wenn ihr beide wieder so dicke seid. Was heißt denn Dingensdorf? Das sag ich doch immer zu Steinhagen, wenn mir das mal wieder entfallen ist. Das habe ich genauso am Telefon zu dir gesagt am 23. Juni morgens. Woher wissen Sie denn das? Sie können das doch nur wissen, weil Sie das besagte Telefonat belauscht haben. Und Sie haben auch gehört, dass Rolf Blömer seine Frau noch liebt? Das muss sehr wehgetan haben.
wo Sie sich doch so große Hoffnungen gemacht haben. Die Frage liegt ja jetzt wohl nahe, im Verein. Stimmt das? Hegen Sie tiefe Gefühle für den Herrn Böhmer? Was denn für Gefühle? Yvonne hat mir doch nur Stullen gebracht. Und ich habe für dich geputzt und ich habe für dich gekocht und dir die Füße massiert und. Sie waren verliebt und durch das belauschte Telefonat sind all ihre Hoffnungen geplatzt. Ist da was dran an dem, was der Herr Verteidiger hier sagt? Ich habe mir wirklich Hoffnungen gemacht. Aber das ist ja auch kein Wunder. Der hat mich ja auch geküsst. Was? Das war doch nur ein Trostküsschen im Suff. Du hast mich nur ausgenutzt. Dann stand ich da mit meinen Stullen und konnte mir mit anhören, wie du deiner Tochter gesagt hast, dass du deine Frau noch liebst. Und da haben sie sich gedemütigt gefühlt und zugeschlagen. Ja, ich hatte so einen Hass. Und dann habe ich die Anglerbox gesehen und zugeschlagen. Auch, damit er nicht zu seiner Frau kann. Ich weiß, das war blöd. Aber in dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Und was war mit dem Wagen? Ja, den habe ich auch zerkratzt. Und die Reifen habe ich auch zerstochen. Ich wusste ja, wie wichtig ihm das Auto ist. Und eingesperrt haben sie ihn auch, ne? Das haben sie noch nicht gesagt. Ja. Und warum hast du mich dann befreit? Ja, irgendwie habe ich dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich denke, der Vandemix hier auf dem Platz hier sitzen, das ist Ihnen schon klar. Noch Fragen an die Zeugen oder an die anderen Zeugen? Keine Fragen mehr. Unvereidigt, auch der Herr Blömer und die Frau Blömer Senior bleiben unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte da hinten noch Platz. Bundeszentralregisterauszug muss da nicht verlesen. Waren noch weitere Anträge oder Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, drei Punkte. Erstens, die Angeklagte ist unschuldig. Zweitens, Frau Reinken wird angeklagt werden. Drittens, Sie haben völlig recht, Herr Vorsitzender, Tina ist reifer als beide Eltern zusammen. Ich hoffe, die haben heute schon ein bisschen angefangen, dazu zu lernen. Freispruch. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Wo ist Gericht? Herr Staatsanwalt, meine Mandantin wollte nichts anderes, als die Initiative zu ergreifen und die Existenz ihrer Familie zu sichern. Und da wird ihr dann aus lauter Eifersucht und Missgunst und Misstrauen von ihrem eigenen Ehemann und von ihrer Schwiegermutter das Leben mehr als schwer gemacht. Ich wünsche mir ja sehr, dass nach allem, was jetzt war, vielleicht doch ein Neuanfang für die Familie möglich ist. Frau Reinken hat die Tat begangen. Meine Mandantin ist wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Blömer, Sie können selbst auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Danke. Rolf, bitte lass uns noch mal neu anfangen. Ja, da haben Sie jetzt Zeit zu überlegen, denn das Urteil wird nach einer kurzen Unterbrechung verkündet. Dann bitte ich aufzustehen. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Iris Blömer wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Erschreckend ist ja nicht nur, dass eine enttäuschte Stullenfreundin aus Liebeskummer oder ihren Liebeskummer mit einem Schlag, mit dem Angelkasten und Zerkratzen des Lackes des geliebten Autos abreagiert. Fast noch erschreckender ist ja, dass eine Schwiegermutter ihrem Sohn überhaupt keinen Vorwurf macht, dass er ihr wochenlang verschweigt, dass er arbeitslos ist und stattdessen jeden Morgen zum Angeln geht, sondern dass sie sogar noch alles tut, um die Ehe ihres Sohnes zu ruinieren und dazu bereit ist, die Schwiegertochter wissentlich falsch zu belasten. Sie beide, Frau Reinken und Frau Blömer, werden beide demnächst auf dieser Anklagebank hier sitzen. Ja, sie sind natürlich deshalb freizusprechen. Und ich glaube, ihr Ehemann hat verstanden, durch die tatkräftige Mithilfe ihrer Tochter, wer wirklich auf seiner Seite ist. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht sagen, sie haben ihn wieder an der Angel. Und damit sind wir schon bei einem Bonmot, das Otto von Bismarck zugesprochen wird. Der soll gesagt haben, es wird nirgends mehr gelogen als vor Wahlen, während eines Krieges und nach der Jagd. Und leicht abgewandelt passt auch auf die heutige Hauptverhandlung. Es wird doch nirgends mehr gelogen als beim Angeln, in einem Scheidungskrieg und vor Gericht. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Yvonne Reintgen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung und falscher Verdächtigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Elfriede Blömer wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt.